Gawa ist in dem strahlend blauen Himmel und er ist in den Wolken, die von Westen heranziehen. Gawa ist auch in dem spärlich wachsenden Gras und er ist im vollen, glücksbringenden Mond. Die Kinder Gawas sind die San, die er als Jäger und Sammler oder als Hirten und Ackerbauern erschuf. Die San oder auch Buschleute genannt, sind die Ureinwohner Namibias. Etwa 40.000 von ihnen leben hier. Aber nur noch wenige leben wie ihre Vorfahren vor vielen tausend Jahren. Die meisten sind heute sesshaft. Waren die San die Ureinwohner Namibias gewesen, so wanderten in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche Völker in Namibia ein. Namibia ist eine Begegnungszone verschiedener Kulturen. Aus dem Norden wanderten ein vor ungefähr 400 Jahren bantusprachige Herero, Ovambo, Kavango und die traditionell im Caprivi lebenden Völkerschaften. Aus dem Süden wanderten ein im Laufe der letzten 200-300 Jahre die Nama, deren Hauptstammsitz eigentlich die Kapprovinz war im südlichen Afrika. In den Zeiten vor der deutschen Landnahme kam es in Südwestafrika unter den hier siedelnden Völkern immer wieder zu Kriegen und blutigen Konflikten, sodass sich Niederländer und Briten an dem Land nicht interessiert zeigten. Vor allem zwischen Nama und Herero kam es immer wieder zu Kämpfen. In der Vorkolonialzeit, das heißt bis 1884, fanden innerhalb des Zentrums Namibias regelmäßige Zusammenstöße zwischen Nama und Herero statt. Diese resultierten aus dem Mangel der Nama an Großvieh und der zur Verfügung stehenden Mengen an Großvieh der Herero. Diese Konflikte gingen oft blutig aus und wurden mit Waffengewalt bestritten. Dieses führte dazu, dass es eine tief verwurzelte Feindschaft zwischen Nama und Herero gab, die die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Vorkolonialzeit maßgeblich beeinflusst haben. Wieder romantische Darstellungen, die gesagt haben, eigentlich wären die Stämme in Frieden miteinander ausgekommen, stimmen so natürlich nicht. Da gibt es Konflikte. Da gibt es in Namibia Konflikte. Da gab es aber leider, und das ist für die Eroberungsgeschichte generell von einer ganz wichtigen Bedeutung, das gab es im Prinzip auf allen Kontinenten. Das heißt, diese Konflikte, ob wir jetzt auf dem indianischen Kontinent sind, die Azteken sind vernichtet worden, weil eben unterdrückte Stämme bei den Spaniern mitgemacht haben. So ähnlich haben wir das in Namibia und, wenn ich mich recht entsinne, im damaligen Ostafrika auch. Dass Stämme gemeint haben, wenn die Deutschen kommen, sie verbünden sich mit ihnen, dann kämen sie zu ihrem Recht. Und das war natürlich, wenn man so sagen will, ein politisch immenser Fehler. Portugiesen waren die ersten Europäer, die ihren Fuß auf namibischen Boden setzten. 1482 landete Dias nahe der Lüderitzbucht und errichtete ein steinernes Kreuz. Er fand das Land ebenso wie später die Briten zu unwirtlich und setzte seine Erkundungen fort, ohne eine dauerhafte Präsenz zu etablieren. Lüderitzbucht in Namibia. Zahlreiche felsige Inseln und ein unwirtliches Hinterland konnten Adolf Lüderitz, einen Bremer Kaufmann, nicht daran hindern, 1883 das Land von den Eingeborenen zu erwerben. Heute ist Lüderitz ein kleines Dörfchen mit 7000 Einwohnern. Seine Glanzzeit, den Diamantenrausch, hat es längst hinter sich. Lüderitz erkannte, dass im südwestlichen Afrika noch Land zur Kolonisierung zu vergeben war. Er setzte sich über seinen Agenten Heinrich Vogelsang
im Jahre 1883 mit den Kapitänen von Britannien in Verbindung und sicherte sich durch Vertrag die Landstriche rund um die Angra Pequeña. Diese Verträge wurden nicht immer ethisch und moralisch einwandfrei abgeschlossen. So verhandelte Vogelsang zum Beispiel mit den Nama-Kapitänen eine Landesbreite von 5 Meilen, womit die Nama-Kapitäne verstanden Landmeilen, im Gegensatz zu den geografischen Meilen, die Vogelsang in die Verträge einschrieb, was auf eine ungefähr fünffache Verdoppelung der beabsichtigten Landmenge hinauslief. Adolf Lüderitz errichtete einen Handelsposten und ersuchte das Deutsche Reich um Schutz, der ihm schließlich von Kaiser Wilhelm I. und Otto von Bismarck gewährt wurde. Bismarck, lange Zeit ein Kolonialskeptiker, gab schließlich grünes Licht für die Kolonialbestrebungen. Doch was führte zu seinem Sinneswandel? Für Bismarcks Gesinnungswandel in der Kolonialfrage gibt es eine Reihe von Gründen, die sich leicht zusammenfassen lassen als außenpolitische Gründe, innenpolitische, wirtschaftliche, ideologische, psychologische Gründe vielleicht. Bismarck gewann die Wahlen 1883 mit der Kolonialfrage. Diese werden ihn maßgeblich beeinflusst haben, sich für eine Kolonialpolitik zu entscheiden. 1884 wurde Südwestafrika endgültig dem Deutschen Reich zugeschlagen. Auf der Berliner Westafrika-Konferenz wurde der Kontinent unter den Kolonialmächten aufgeteilt, freilich ohne auf Stammes- oder Sprachgebiete zu achten. Nach 1884 suchte der erste Gouverneur Kurt von François die einheimischen Völker auf, um mit deren Häuptlingen Schutz- und Friedensverträge zu unterzeichnen. Während einige Stämme wie die Herero dazu bereit waren, widersetzten sich vor allem die Nama und ihrem Kapitän Hendrik Witboy diesem Ansinnen. Theodor Gotthilf Leutwein wurde 1894 zum Gouverneur ernannt, der sich rasch als geschickter Taktiker und guter Landeshauptmann erwies. Auch mit Hendrik Witboy konnte er schließlich einen Friedens- und Schutzvertrag schließen. Theodor Gotthilf Leutweins Devise lautete: so viel Verhandlung wie möglich, so wenig Gewalt wie nötig. Dementsprechend erwarb er sich auch unter den einheimischen Völkern einen ausgezeichneten Ruf. Leutwein erwies sich nach 1894 als ein sehr geschickter Gouverneur. Er verstand es durch Diplomatie und Einfühlungsvermögen, die Einwohner Namibias von der Unvermeidlichkeit der deutschen Kolonisierung zu überzeugen. Um die Jahrhundertwende entwickelte sich das Deutsche Reich zu einer der führenden Industrienationen, während Deutsch-Südwestafrika von Null aufgebaut und entwickelt werden musste. Swakopmund am Atlantischen Ozean, zu dieser Zeit entstanden, scheint noch immer ein Stück Kaiserzeit zu repräsentieren. Vor allem in seinem Stadtzentrum erinnert es eher an ein kaiserliches Ostseebad als an eine Stadt im südlichen Afrika. ...1897 kam es zur großen Rinderpest. 90% des Rinderbestandes fielen ihr zum Opfer. Vor allem die Herero, bei denen die Rinder einen besonderen Stellenwert hatten, waren ihres Reichtums beraubt. Einer der Hauptgründe für den späteren Herero-Aufstand. Um einen Grundpfeiler im Wirtschaftsgefüge der Vorkolonialzeit zu begreifen, muss man auf den Stellenwert des Rindes in der Wirtschaft hinweisen. Das Rind war in der Vorkolonialzeit eine Form des Bezahlmittels. Das Rind wurde eingesetzt für den Transport, für den Ochsenwagentransport, es wurde als Fleischproduzent geliefert, es wurde als Milchproduzent verwendet.
Es war ganz einfach eine ganz begehrte Handelsware. Die Herero, die im zentralen Teil Namibias leben, waren immer auf das Rind als Haupteinnahmequelle und auch als Besitzstandform eingestellt. 14. Januar 1904. Das erste Opfer des Herero-Aufstandes wird der Farmer Gustav Sonnenberg. Er wird schlafend in seinem Bett erschlagen. 123 Weiße, vor allem Farmer, werden in den ersten Tagen getötet. Die Herero, durch die große Rinderpest ihrer Existenz beraubt und mit der deutschen Regierung unzufrieden, erheben sich und belagern zahlreiche größere Orte wie Okahandja und Omaruru. Der Herero-Aufstand brach im Januar 1904 für die Deutschen vollkommen unerwartet aus. Es wurden innerhalb kürzester Zeit nicht weniger als 123 meistens auf Farmen lebende weiße deutsche männliche Siedler erschlagen und Farmen geplündert, Vieh abgetrieben, und es sah sich die deutsche Kolonialregierung innerhalb kürzester Zeit zu einer Reaktion gezwungen. Omaruru, eine kleine Stadt nordwestlich von Windhoek. Kaum einer der Einwohner weiß heute, dass am Rande Omarurus eine der wichtigsten Schlachten des Herero-Krieges geschlagen wurde. Kurz nach Beginn des Aufstandes wird Omaruru von mit Gewehren bewaffneten Herero-Truppen umstellt und belagert. Der deutsche Hauptmann Franke, nach einem viertägigen Gewaltmarsch nach Omaruru gelangt, wurde zum Helden dieser Schlacht, als er seine Truppen anführend in die Schlacht ritt. Viktor Franke war bei Freund und Feind ein hochgeachteter Offizier. Seine besondere Masche war, dass er einen schneeweißen Schimmel ritt und meistens eine weiße Uniform, mit denen er seinen Truppen voranritt und auch im Gefecht seine Truppen an vorderster Front anführte. Dieses brachte ihm bei dem Feind besondere Hochachtung ein. Und es wird auch heute noch unter den Einheimischen von der Figur des Hauptmann Viktor Frankes gesprochen. Zwischen den Felsen und Büschen lagen die Herero in Erwartung des deutschen Angriffes. Ein Original-Tondokument aus der damaligen Zeit belegt die Heftigkeit der Kämpfe. Schließlich konnten die Herero in die Flucht geschlagen und Omaruru entsetzt werden. Kurz nach Beginn des Aufstandes wurde der gemäßigte Gouverneur Leutwein gegen den neuen von Trotha ersetzt. Dieser, so stellte sich bald heraus, ging erbarmungslos gegen die Herero vor. Zur entscheidenden Schlacht des Krieges kam es schließlich am Waterberg, als die Herero entscheidend geschlagen wurden. Ob es hernach zu einem Völkermord an ihnen kam, darüber gehen die Meinungen freilich auseinander. Festzuhalten bleibt allerdings, dass es keinen Vernichtungsbefehl vom Kaiser gab. Von Trotha, der Nachfolger Leutweins, hatte diesen selbstständig ausgegeben. Wenn auch kein Völkermord, ein Verbrechen war es allemal. Von Trotha selbst erwarb sich schnell den Ruf als Kolonialbösewicht. Und dies mit Recht. Selbst seine Mitgeneräle wie Franke oder viele Soldaten der Schutztruppe bezichtigten ihn des unehrenhaften Kampfes. Berüchtigt ist sein Vernichtungsbefehl gegen das Volk der Herero. SPD-Abgeordnete im Reichstag Bebel sprach daraufhin sogar: Selbst ein Metzgerknecht könnte so einen Krieg wie den des Herrn von Trotha führen.
Schlussendlich wurde Trotha vom Kaiser abberufen und ersetzt. Jetzt muss man dazu wissen, dass er bei seinen eigenen Kollegen, bei den Militärs, sehr umstritten war. Und als er meinte, er könnte mit diesem Appell zum Genozid, jeder Herero wird vernichtet, wenn er nicht von vornherein die Wüste flieht, bereits heftige Gegenreaktionen verursacht hat. Die kamen allerdings ein bisschen spät, sodass dieser Vernichtungskrieg gegen die Hereros eben leider so erfolgreich, wie man damals sagte, durchgeführt werden konnte, bis zur Einrichtung von Konzentrationslagern, was Bethmann von Hollweg ja auch als Kanzler zugegeben hat. Aber interessant ist, dass während dieser Zeit, in der er eben aktiv diesen Herero-Nama-Widerstand mit allen Mitteln bekämpfen wollte, dann nur in seinen Schriften kurz gesagt hat und in seinen Appellen, schießt über die Frauen, dann rennen die auch so weg. Aber im Prinzip hat er sie freigegeben, muss man ganz eindeutig sagen, dass da eine heftige Debatte in Deutschland aufgetreten ist. Die führte bis zur Auflösung des Reichstages, weil die Sozialdemokraten und das Zentrum informiert waren über die Brutalität dieses Krieges und dann gesagt haben, wir bewilligen keine zusätzlichen Gelder ins Budget, weshalb der Reichstag aufgelöst wurde. Das heißt, er hat von Trotha gezeigt, dass er sehr exponiert war und doch in der Brutalität außergewöhnlich nicht getragen wurde, dass man in einer Kolonie ein Volk einfach vernichtet. Durch die Schlacht am Waterberg sahen sich die Herero gezwungen, nach Osten auszuweichen, aber da sie Frauen, Kinder, ihr Vieh, ihren gesamten Besitz und ihre Habe mit sich führten, entwickelt sich der Durchbruch in den Osten zu einem Desaster. Da im Osten Namibias eine relativ wasserlose Halbwüste ist, auch unter den Hereros die Omaheke genannt, fanden sich die Hereros in kürzester Zeit ohne Wasserressourcen. Und es kamen viele Hereros durch den Dursttod ums Leben. Die gesamte Episode war für die Hereros als Volk ein Vernichtungsschlag, der sich bis heute in ihrem Kollektivbewusstsein und auch in der namibischen Geschichte bewahrt hat. Eine Vielzahl Gründe führte zum Herero-Aufstand. Der wichtigste war wohl die Rinderpest, die den Bestand der Rinder der Herero auf ein Minimum reduzierte. Daneben gab es weitere Gründe, so fühlten sich die Herero von den deutschen Neuansiedlern schlecht behandelt. Vergewaltigungen und Beschimpfungen, so erzählten es die Herero später, waren bei manchen Farmern an der Tagesordnung. Nicht vergessen werden darf aber auch der Vernichtungsbefehl des Herero-Häuptlings Maharero gegen deutsche Farmer. Damit sah sich die deutsche Regierung zu einer Reaktion gedrängt. 1904 kam es schließlich zum Aufstand der Nama und ihrem Kapitän Hendrik Witboy, der im Verlauf der Kämpfe fiel. Bis zum Jahr 1906 zogen sich die Kämpfe hin, ehe die Nama einen Friedensvertrag akzeptieren mussten. Zu einem Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte Deutsch-Südwestafrikas kam es schließlich 1908. August Stauch war Leiter einer einsamen Bahnstation. Mit einigen Eingeborenen war er verantwortlich, die Schienen vom Sand zu befreien. Eines Tages kam Zacharias Levala mit einem ungewöhnlichen Stein zu ihm. Stauch ließ ihn untersuchen und es stellte sich heraus, dass es sich um einen Diamanten handelte. Ein wahrer Diamantenrausch war die Folge. Das Hauptereignis nach der Niederschlagung der Nama- und Herero-Kriege war die Entdeckung der Diamanten im Jahre 1908. Dieses Ereignis stellt eine Zäsur in der Entwicklungspolitik Südwestafrikas dar. Denn zum ersten Mal waren ausreichend Geldmittel vorhanden, um den Entwicklungsideen Vorschub zu leisten. Von 1908 bis 1914 erlebte das Schutzgebiet eine wirtschaftliche Blüte. Das Land war befriedet, es war Geld vorhanden, es konnte Wasser erschlossen werden, der Bahnbau schritt voran, die
Bauindustrie entwickelte sich, es war Frieden im Lande, es machte sich eine positive Stimmung für die Zukunft auch bereit. Der Diamantenrausch tat dem Land gut. Endlich flossen Gelder aus dem Deutschen Reich zur Entwicklung der Infrastruktur, des Straßenbaus und vieler anderer Projekte. Kollmanns Kuppe östlich von Lüderitz zeugt noch heute vom großen Diamantenrausch. Mit Ausbruch des Rausches 1908 entstanden, wurde Kollmanns Kuppe die Heimat zahlreicher Arbeiter, die sich zum Diamantenschürfen hier einfanden. Rasch entwickelte sich der Ort durch das Kapital seiner reich gewordenen Einwohner zu einem der wohlhabendsten weltweit. Allen Luxus der damaligen Zeit konnte Kollmanns Kuppe vorweisen. Man hatte für etwa 300 Einwohner ein eigenes Krankenhaus mit dem ersten Röntgengerät der südlichen Hemisphäre. Freilich nicht nur wegen der Kranken, sondern auch um die Arbeiter zu kontrollieren, die um die wertvollen Steine zu schmuggeln, die sie sogar herunterschluckten. Auch eine Schule für die Arbeiterkinder befand sich in dem Ort. Weiterhin gab es einen großen Theatersaal, in dem rauschende Feste gefeiert wurden. Theatergruppen aus dem Deutschen Reich auftraten und Schulaufführungen stattfanden, sodass sich der Saal rasch zum sozialen Mittelpunkt Kollmanns Kuppes entwickelte. Selbst eine Kegelbahn, auf der regelmäßige Turniere stattfanden, gab es in Kollmanns Kuppe. Und diese kann noch heute besichtigt werden. Die Legendenbildung spricht davon, dass einige der besonders reichen Einwohner Kollmanns Kuppes abends nicht etwa ein Bad in ätherischen Ölen genossen, sondern dieses Insekt bevorzugten. Kollmanns Kuppe war noch vor Lüderitz an das Stromnetz angeschlossen und so wurde es auch möglich, in der Stadt eine Eisfabrik und eine Schlachterei zu betreiben. In den späten 1930er Jahren waren die Diamantenvorkommen um die Stadt erschöpft. Nach und nach zogen alle Einwohner des Ortes fort, bis sich Kollmanns Kuppe schließlich in den 1940er Jahren zu einer Geisterstadt entwickelt hatte und die Sanddünen den Ort langsam für sich eroberten. In Europa war indessen ein Land in den Fokus geraten, Österreich-Ungarn. Serbische Nationalisten hatten den österreich-ungarischen Thronfolger Erzherzog Karl Ferdinand umgebracht. Europas Staaten, die jahrelang für einen Krieg gerüstet hatten, nahmen dies als Grund für eine weitere Aufrüstung. Schließlich erklärte Kaiser Wilhelm II. Im August 1914 den Eintritt des Deutschen Reiches auf Seiten Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich.
dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. In den deutschen Kolonien allerdings war man für einen solchen Krieg nicht gerüstet. In Deutsch-Südwestafrika hatte man lediglich etwa 5000 Mann zur Verteidigung mobil machen können. Das britisch dominierte Südafrika erklärte der deutschen Kolonie den Krieg. Zuerst einmal mussten sie allerdings eines Aufstandes Herr werden. Die Buren hatten nichts im Sinne mit Krieg gegen das Deutsche Reich. Und so erhoben sie sich 1914. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, brach zeitgleich in Südafrika eine Rebellion von Buren gegen die eigene Regierung aus. Die Buren, die sich den Deutschen in Südwestafrika gegenüber loyal verpflichtet sahen, war nicht bereit, an einem Feldzug gegen Deutsch-Südwestafrika teilzunehmen. Dieses nötigte die südafrikanische Regierung, zuallererst die Rebellion im eigenen Lande zu unterdrücken, bevor sie sich der Kampagne gegen die Deutschen in Südwestafrika zuwenden konnten. Schließlich aber konnte die hochüberlegene südafrikanische Armee den Aufstand niederschlagen und die deutsche Kolonie Südwestafrika besetzen. Hatte man im Deutschen Reich in Europa jahrelang für den Krieg gerüstet, so war man in den deutschen Kolonien völlig unvorbereitet. Also für die Frage, warum zu beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges in den Kolonien relativ wenig deutsche Soldaten waren, gibt es eine Erklärung, und die meine ich, die ist relativ interessant. Da gab es von der deutschen Wehrmacht aus, von der obersten Heeresleitung ja den Plan, den unvermeidlich provozierten, mitverschuldeten Zweifrontenkrieg dadurch sehr schnell beendigen zu können, indem man den sogenannten Schliefenplan in Aktion setzt. Das hieß, mit voller Wucht unter Verletzung der Neutralität Belgiens Frankreich zu besetzen, Paris einzukesseln, um es dann praktisch nur noch im Osten mit Russland zu tun zu haben. Und das hatte meines Erachtens zur Folge, dass man gesagt hat, man muss die ganzen Armeekräfte, so weit es irgend geht, in Deutschland konzentrieren für diesen Zwei-Fronten-Krieg und hat wohl von der OHL die Illusion gehabt, dass der Krieg nicht in die Kolonialgebiete hineingetragen würde. Das ist für mich die Erklärung, weshalb relativ wenig Soldaten in den Kolonien geblieben sind. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs sah sich die deutsche Schutztruppe in Südwestafrika einer zahlenmäßigen Übermacht ausgesetzt, die krasser nicht hätte sein können. Auf südafrikanischer Seite standen 60.000 Truppen gegen die mit Reservisten aufgestockte Schutztruppe von ca. 5.000 Mann. Dieses führte dazu, dass die Südwestafrika-Kampagne 1914-15 in relativ kurzer Zeit erledigt wurde. Mit einem tragischen Ende für die deutsche Schutztruppe, die im Juli 1915 bei Korab kapitulieren musste. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südwestafrika Südafrika zur Verwaltung übergeben. Die pro-britische Verwaltung beschnitt die Rechte der deutschen Bevölkerung und wies zahlreiche deutsche Beamte aus. Mit dem Erstarken der NSDAP schöpften auch die Deutschen Südwestafrikas Hoffnungen auf das neuerliche Erstarken des Deutschen Reiches. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die deutschen Männer in Lager interniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg errangen die Buren am Kap die Oberhand. Und so gelangte auch die Apartheid nach Südwestafrika. Im Jahre 1948 kam in Südafrika die burische Nationalpartei an die Macht. Dieses hatte auch für Südwestafrika einschneidende Folgen, da das englische Element aus den Verwaltungsorganen hinausgedrängt wurde und mit burischen Beamten ersetzt wurde. Diese Buren verschärften die Situation der Apartheid in Südafrika sowohl wie auch in Südwestafrika, indem eine Reihe von Apartheidgesetzen erlassen wurden, die auch in
Südwestafrika angewandt wurden. Als ich geboren war, der war sehr schwierig zwischen Schwarz und Weiß. Nummer eins. Ich darf nicht in ein Zimmer mit Weißen schlafen. Ich darf nicht auch nicht in eine Schule und ich darf auch nicht in ein Tor mit Weißleuten gehen. Das war wirklich schwierig, dass von beiden Schwarz und Weiß oh, viele Menschen, die Weißen hat die Schwarzen dort gemacht und die haben vor Schweinen Fleisch von Menschen gegeben. Meine Generation in diesem Land ist voll in die Apartheid hineingewachsen. In der Schulzeit, im Studium danach, wer das verfolgt hat, beziehungsweise im Beruf. Aber es hat seit Mitte der 70er Jahre hat es hier im Lande viele Initiativen gegeben, die Apartheid zunächst, die sogenannte kleine Apartheid abzubauen, denn das ist eine ganz straffe Rassentrennung gewesen, die wurde vielfach hier in Namibia viel schärfer angewandt und durchgesetzt als in Südafrika selbst. Zur Apartheid selber in ihrer extremsten Form kann man sagen, dass es verschiedene Eingänge an den Postämtern gab, dass es verschiedene Krankenhäuser gab für Schwarze und für Weiße, dass also zum Beispiel Parkbänke nur von Weißen besetzt werden durften und Kinderspielplätze nur für Weiße waren. Aber auch die Wohngebiete, zum Beispiel Windhoek und Katutura. Katutura ist ja dadurch entstanden, dass die Schwarzen in einem für sie abgesonderten Gebiet leben mussten, durften, wie auch immer. Und ab 9 Uhr abends durfte sich kein Schwarzer mehr auf den Straßen von Windhoek sehen lassen. Da waren also, das war die sogenannte getrennte Entwicklung, aber in Wirklichkeit Apartheid. Ab 1957 kämpfte die SWAPO für die Unabhängigkeit Südwestafrikas. Nur da war nur ein einziger Mann, heißt Sam Nujoma, hat gearbeitet bei Eisbahn. Dann hat er gesehen, dass Schwarz und Weiß nicht umgehen. Dann hat er gedacht, dass etwas getan worden. Und dann hat er gemacht. Und er hat gesagt, die Schwarz und Weiß kann umgehen. Und das war schwierig, dass die Buren mit uns zusammenarbeiten. Aber die Idee von Nujoma war, dass die Schwarz und Weiß zusammen umgehen, zusammen arbeiten, zusammen in eine Schule gehen. Und das muss er hat gesagt, Gott hat Menschen geschaffen, genau wie ein Blumen. Ob weiß oder Schwarz, alle gehören in diesem Land. In Südwestafrika entwickelte sich in der Mitte der 50er Jahre eine Politik, die auf die Unabhängigkeit hinwirkte. Die um 1955 gegründete Ubangu People's Party, die sich später in Southwest African People Organization umbenannte, SWAPO, klopfte zuerst im Westen und auf der internationalen Bühne um Hilfe an. Als sie merkte, dass internationale diplomatische Hilfe nicht ausreichte, entschied sie sich zum bewaffneten Kampf gegen eine weiße Kolonialmacht. Und so entstand in der Mitte der 60er Jahre, um genauer zu sein, 1966, der Bush-Krieg. SWAPO ist gegründet in meiner Wohnung, wo ich geboren bin. Nujoma hat mit ein paar Leuten SWAPO gegründet. Das ist 1960 und 19 April hat SWAPO hier in Namibia gegründet. Die Southwest African People's Organization operierte vor allem in Angola und dem Ovamboland.
Gelegentlich sickerte sie ins Landeszentrum ein und verübte Anschläge. Die Taktik der SWAPO war, um in kleinen Gruppen ins Land rein einzusickern und dann eben, wie ich eben schon sagte, weiche Ziele zu erreichen. Die haben eine Bombe in Oshakati an einer Bank gelegt. Die haben in Swakopmund im Kaffee eine Bombe gelegt. Damit wollten sie das allgemeine Publikum beängstigen und wollten eigentlich ihre Macht demonstrieren. Ja. Die Stimmung war natürlich oft niedergeschlagen und trotzdem hat sie die Städte, die größeren Zentren, Ballungszentren der Bevölkerung eigentlich auch nicht erreicht. Auf der einen Seite gab es natürlich Explosionen, zum Beispiel in der Bäckerei Putensinn in Swakopmund, Explosionen auf der Bahnlinie hier in Windhoek, Explosionen im Gustav Vogt Center, das ist ein großes Hotelzentrum, Kalahari Sands heutzutage. Es gab auch Explosionen in einer Schlachterei in Klein-Windhoek, dann aber auch im Norden, hauptsächlich wohl in der First National Bank, als 22 Leute starben bei einem Angriff während der Geschäftszeiten. Normalerweise war die Stimmung dann für kurze Zeit, muss ich allerdings sagen, ziemlich niedergedrückt, aber dann ging der Alltag doch wieder weiter. Und je näher die Einschläge kamen, wenn man das so nennen kann, also je mehr man Leute kannte, die umgekommen waren, wie zum Beispiel bei dem Ehepaar Walter, bei Okahanya, das ging einem dann doch schon sehr nahe, das sind Klassenkameraden gewesen, die kannte man und damit wurde der Krieg also auch recht persönlich. An Ausrüstung war die südafrikanische Armee der SWAPO längst überlegen. Doch dieses spielte eine untergeordnete Rolle im Buschkrieg. Wir haben die bessere Ausrüstung gehabt an Waffen und Material im Allgemeinen, auch mit den ausgebildeten Leuten. Aber weil das ein mehr Terroristenkrieg war, da musste man immer gegen kleine Banden kämpfen, die mal hier waren, mal da waren. Im Buschkrieg war nichts und ganz große Soldaten. Manchmal ist nur 10, manchmal 16. Aber wir haben eine Taktik gemacht, dass wir, wenn mit die Buren kämpfen muss, haben wir viele gedeutet, manchmal 10. Aber wenn du Krieg machen, du musst die Leute, die Master was sagt, feier. Wir müssen dann sagt auch für uns jetzt, wir müssen gehen. Dann muss noch wieder zurückkommen, dann können wir noch alles Zahlen erzählen, gucken, ob alles nichts passiert. Wenn jemand getötet, dann können wir nie da lassen. Wir müssen mitnehmen. Aber das war schwierig, wirklich. Der Buschkrieg zwischen südafrikanischer Armee und SWAPO verstärkte sich in den 70er und 80er Jahren nochmals. Einzelne Gefechte, Schlachten und Scharmützel waren die Folge. In den 88er Jahren war ich in der Büffelbasis stationiert, das heißt 3-2-Bataillon, das war eine Spezialeinheit von der südafrikanischen Wehrmacht. Eingang, also bei Bagani am Eingang nach dem Caprivi. Und ich musste den Transport, den Nachschub hantieren da, obwohl ich einer von der Infanterie bin, aber irgendeiner musste das machen. Und wie dann nachher die Brücke in Rundu über den Okavango gebaut wurde, wurde unsere Route nicht mehr gebraucht. Da bin ich dann mit 3-2-Bataillonen rein nach Angola mit dem letzten Transport und habe dann an der Schlacht bei Kuito Carnaval teilgenommen. Und das war also eine richtige Schlacht gewesen, der Kuito Carnaval. Wenn man heute sagt, wer war der Sieger, da ist immer ein großes Fragezeichen, wer war der Sieger, die Experten, die streiten sich heute noch. Ich kann nur erzählen, was ich persönlich erlebt habe. Ich war mit den 3-2-Bataillonen dann da rein. Das sind ja eigentlich hauptsächlich portugiesisch sprechende Soldaten, schwarze Soldaten. Und wir sind da rein, bis an das Revier oder Fluss, wie man in Deutsch sagt. Und dann haben wir mit unserer Artillerie dann eben die Stellung der Fabler und so weiter beschossen. Und ich hatte nachher ein Erlebnis nach dem Krieg, nach der Unabhängigkeit, hatten wir mal einen von der russischen
von der russischen Botschaft, der Militärattaché hier in Windhoek war, in Namibia war, hatten wir mal einen Grillabend. Und dann haben wir uns so über den Krieg unterhalten. Unter anderem kam dann das Gespräch auch auf Cuito Carnaval. Und da sagte er, ja, er war auch in Cuito Carnaval. Und dann haben wir uns nachher, haben wir dann festgestellt, dass wir mal gegeneinander gekämpft haben. Wir sind als die größten Freunde nachher auseinandergekommen. Und die Südafrikaner, wenn die jetzt so Swapo-Soldaten suchten und vermuteten, dass sich vielleicht die Swapo-Soldaten irgendwo dort in den Krälern oder Kralen, ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist davon, dort verstecken, dann kommen die halt ins Haus rein und wirklich auch ganz fies und schlagen die Leute und wirklich zwingen die auch irgendwie irgendwelche falschen Informationen auch zu geben. So, war da jemand, waren Swapo-Leute hier, habt ihr Swapo-Angehörige hier? Das war so eine ganz fiese Zeit, ja. Mein Vater selber war ja auch in der Swapo, war auch im Plan. Und das ist zum Beispiel meine Geschichte, zum Beispiel, es gibt kein einziges Bild von ihm, weil man damals alle Dokumente verbrannt hat. Wenn man weiß, dass okay, mein Sohn ist jetzt in Angola und ist für die Unabhängigkeit kämpfen gegangen, da vernichte ich alles, was an ihn erinnert, weil wegen dieser Angst vor den Südafrikanern, wenn die kommen und finden, so, wer ist das hier auf diesem Bild hier? Oder wem gehört dieser Pass, wo ist er? Da gibt's, aber das ist eine ganz schlimme Zeit, also da wird gefoltert und was weiß ich alles, ja. So. Ja. Während ich im Kaogoland stationiert war, ich war ja direkt am Konene-Fluss stationiert mit meiner Einheit, war das dann, wir haben ja dann auch Patrouillen gelaufen in dem Gebiet, weil wir mit den Fahrzeugen nicht da langfahren konnten. Und da haben wir dann mal auf der anderen Seite vom Konene-Fluss habe ich mal deutsche Stimmen gehört. Da sind wir nachts mit einem Ruderboot drüber, über den Okavango. Da waren ein paar von der NVA, die dann so ein kleines Lager hatten, die war, ich nehme mal an, als Spitzel waren. Die haben wir dann gefangen genommen und wieder zurückgebracht zu uns in die Basis. Die waren ganz erstaunt, dass bei uns auch welche waren, die Deutsch gesprochen haben. Und die wurden aber dann gleich abgeführt nach Pretoria. Ja, wir haben sehr gut Waffen gehabt, weil unsere Waffe kommt aus Sowjetunion. Es kommt auch in Herr Honecker. Herr Honecker war, das ist die Leute, was für uns gut unterstanden. Die Waffe haben wir sehr gut. 1974 kam es zum ersten Demokratisierungsprozess, als sich alle politischen Strömungen mit Ausnahme der Swapo zur Turnhallenkonferenz trafen. Diese sollte weitere Schritte einleiten zur Unabhängigkeit Namibias. Die Turnhallenkonferenz war ein Versuch der Südafrikaner, den Lösungsplan der UNO noch einmal um 10 Jahre zu verzögern. Das ist ihnen auch gelungen. In der Zwischenzeit sollte die Bevölkerung von Südwestafrika / Namibia, so hieß es damals, natürlich auch lernen, wie man mit einer Verfassung umgeht, wie man mit neuen Rechten, auch mit Menschenrechten umgeht. Und in diesen 10 Jahren wurde also an einer Verfassung gebastelt. Dazu war die Turnhallenkonferenz gut, sie hatte die nötige Erfahrung, aber es zeichnete sich schon sehr schnell ab, dass die DTA, die aus der Turnhallenkonferenz hervorging, die Demokratische Turnhallenallianz, dass die bestimmt nicht die Mehrheit bei den Wahlen gewinnen würde. Ende der 1980er Jahre wurde der weißen Bevölkerung Namibias klar, dass es freie Wahlen geben würde. Die Aussicht, unter einer Swapo-Regierung leben zu müssen, wurde mit Skepsis und Zukunftsangst aufgenommen. Unter der weißen Bevölkerung war natürlich hauptsächlich wegen der entsprechenden Propaganda das Gefühl, dass man ins Meer gejagt werden würde. Dass also eine sozialistische Swapo-Regierung hierzulande die Weißen überhaupt nicht dulden würde. Man hatte ja auch schon gesprochen von Farmenteignungen, dass die Weißen das Land hätten verlassen sollen. Und unter der schwarzen Bevölkerung war eher das Gefühl, die Emotion, dass die große Freiheit kommen würde. Natürlich Freiheit auch in dem Sinne, dass man endlich politisch mitwählen durfte, mitsprechen durfte. Unter den Weißen war also doch eine gewisse Angst vorherrschend und man hat nicht geglaubt, dass die Swapo also mit derartig großen Gewinnen rechnen durfte zur Zeit der Unabhängigkeit. Es war also ein ziemlich gemischtes Spannungsfeld. Man muss aber auch verstehen, dass sich viele Weiße gefragt haben, wie wird es bei uns, nachdem in Angola
fast alle Weißen mit der Unabhängigkeit abgezogen waren und der Bürgerkrieg ausgebrochen war. Aber um 1900 und in dem Jahrzehnt 1980 bis 1990, als unsere Unabhängigkeit kam, war Simbabwe ein Vorzeigestaat. Mugabe hat damals gesagt, er übt Versöhnung mit den Weißen. Was er später gemacht hat, war was anderes. Aber bis dahin haben viele Namibier das Beispiel von Simbabwe als eine Ermutigung gesehen, dass man es wagen soll, zusammenzugehen. 1989 kam es schließlich zu freien Wahlen, die mit dem Sieg der SWAPO und der Unabhängigkeit Namibias 1990 endete. Südafrika hat einen taktischen Rückzug gemacht. SWAPO hat militärisch nicht gewonnen, aber politisch, weil sie die Unterstützung von fast der ganzen Welt hatte. Seit 1990 ist Namibia nun unabhängig, mit allen Problemen eines jungen Landes, wie Kriminalität und Korruption. Viele Befürchtungen der weißen Bevölkerung erfüllten sich indes nicht. Zum Schluss meines Filmes habe ich meine Gäste nach den Problemen des Landes und seiner Zukunft gefragt. Namibia ist ein afrikanisches Land, das müssen wir sehen. Und alle afrikanischen kulturellen und politischen Faktoren, die entweder erfolgshemmend oder erfolgsfördernd sind, sind auch hier vorhanden. Jetzt ist die Frage, wie stark sind diese Faktoren ausgeprägt? Wir können also sagen, ja, da gibt es hier Schwarzmaler, die sagen, Namibia geht den Bach runter. Das sage ich nicht. Wir haben nämlich auch die erfolgsfördernden Faktoren hier im Land. Und das ist nämlich, dass die Regierung selbst gesehen hat und die regierende Partei, dass politische Stabilität und ein gutes Investitionsklima, Einhaltung der Menschenrechte, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Apartheid, dass das Faktoren sind, eine freie Wirtschaft, eine Marktwirtschaft, aber auch gemischt mit Sozialstrukturen, mit zum Teil sogar auch genossenschaftlichen, sozialistischen Strukturen hier und da, dass eine Mischung für Namibia angemessen ist. Wir haben aber auch Hitzköpfe unter den Politikern, die durchaus in Nordkorea oder in Simbabwe in dem straffen, diktatorischen, auch Unterdrückungsregime, die Macht einfach anbeten, die ein solcher Staat ausübt. Wir haben hier, das kann man dazu sagen, in dieser Linie auch ein paar Verehrer von Hitler in diesem Land. Weil es Leute, die einfach von der puren Macht fasziniert sind, die sehen in solchen Regimes eine Stärke, aber wir wissen alle, dass das Volk dort überall schlecht dran ist und am Kürzeren zieht, wenn es um die nackte Macht geht. Also damit die Zukunft. Wir haben hier etliche vielversprechende Politiker, die im Nachwuchs sind und von denen wir hoffen, dass sie an die Macht kommen und nicht die Verehrer der nackten Macht. Die Schwarz-Weiß-Frage, die vor der Unabhängigkeit bestanden hat, ist immer noch Teil der Entwicklung und der Geschichte Namibias, heutzutage unter einem neuen Vorzeichen. An eine Stelle der Apartheid zwischen Weiß und Schwarz ist eine Apartheid zwischen Schwarz und Weiß getreten. Wenn eine derartige Konstellation nicht richtig erkannt wird, ist es auch zweifelhaft, ob sich eine Lösung auf lange Zeit dafür finden lässt. Es ist sehr schwierig, nach europäischem Verständnis Demokratie in einem Afrikaland zu erwarten. Aber ich denke für die Zukunft, dass wir einen richtigen Weg beschreiten, dass Namibia dabei ist, Demokratie zu üben. Dazu gehört natürlich, und das fehlt leider noch bei uns, dass auch die Oppositionsparteien mal stärker werden und sich auch mehr zutrauen und auch mal auf den Putz hauen, was leider nicht oft genug passiert. Sie sind einfach zu schwach dazu.
Ich bin so sehr glücklich, dass Namibia frei ist. Wir haben gute Zukunft. Nummer eins. Wir haben die Leute auch was für uns unterstützen, von Ausbildung, unsere Kinder zur Schule gehen, damit die Kinder lernen müssen. Und wir haben auch wir haben kein Problem mehr mit Zwischen- zu Hause. Und dann, ich denke, dass in Zukunft, das ist meine Meinung, ne, dass auch ein weißer Präsident in diesem Land sein, weil wir sind krank. Immer die Weißen, was hier geboren sind, ich sage nur noch wieder, die Weißen, was hier in Namibia geboren sind, die haben Recht, genau wie ich. Da kein Unterschied. Ich möchte nur, dass die Namibische vorne gucken. Vergangenheit, man kann denken, aber vorne gucken, da muss nie wieder Krieg haben. Ich bin im Krieg vor 8 Jahren. Ich habe dieses Land verlassen vor 8 Jahren. Aber im Krieg kann man nie etwas wollen. Das ist mein Ziel. So wechselhaft die Geschichte Namibias auch war, so viele Fehler, wie auch von allen Seiten gemacht wurden, Namibia ist auf einem guten Weg. Auf einem Weg des Ausgleichs zwischen Schwarz und Weiß. Auf dem Missionsfriedhof in Okahandja liegen heute die Gebeine der Herero und deutschen Soldaten beieinander. Dies sollte als Zeichen verstanden werden, dass Schranken und Vorurteile zu diesem Land gehörten, in Zukunft aber nicht mehr gehören müssen.